Keystone Master, ich auch, also let's go. Genau, Was lass meint ihr loslegen. jetzt? Ja, ich mache jetzt einen Ready-Check und dann machen wir einen Pull-Time und dann Jetzt geht's geht's los. los. Jetzt hier eure Ich will jetzt wissen, was der Flex ist. Ja, hier das Bounce Mount. Bounce. Wenn du es nicht weißt, dann ist es eh los. Wenn ihr zu dritt immer redet, dann versteht man es halt nicht. Okay, macht euch ready, Let's es geht go. Jetzt los, ne? Macht euch ready und dann. Ich bin sowas von ready. Ich bin, ich bereit, bin jetzt ich bin übrigens Vent hier, ich habe keine Convoke mehr. Junge, das fühle ich. Aber hier. Ki? Ja, wer Key? Denn? Norbert. Ich hasse euch Norbert. So. Jo, jo, jo. Junge. Jetzt ist die Inkarne für den Sack. sucht euch aus, gell? Der gute Mann ist gleich gestunt hier. Unser Meta ist auch gleich aus. Nee, das Stun ist schon rum ums Eck. Jetzt habe ich noch ein paar Sekunden Inka. Perfekt. Nice. Jetzt mal hier nichts, ja. Ihr könnt ganz entspannt ziehen. Sollen wir es extrem vorsichtig spielen hier mit Trash Buff? Nö. Ich denke mir, die nächsten beiden können wir schon zusammenziehen. Ja, safe. Also, ich war gerade vorher drin und der hat eigentlich echt größer gepullt. Ja, hier kannst du nicht größer pullen. Oh, what the fuck. Hätte ich doch die Inka ziehen sollen. Ja, hier kannst du dich größer ziehen. Ja, Akku. Ein kleiner Matonten. Alles gut, Boys und Girls. Alles gut. Tu mal so, als wäre das alles nicht passiert. Genau. Normalerweise sind die tot, bis quasi meine Inka ausläuft, aber gut. Na, ich habe nichts gezogen. Ich ziehe ich dir die nicht. Nächste Gruppe. Ja, meine Inka war quasi schon weg, als es hier losging. Weiß, was fehlt. Wenn ihr euch selber disciplinen könnt, macht es. Das ist nämlich die ganze GCD. Nein, aber ich kann die Apps nicht. Ich schlaf. Unlucky. Oh, okay. Junge. Ich hab das scheiß Ding nicht gesehen wegen meiner Rota. Manchmal spawnen die auch in den Mobs, dann siehst du dieses Schlafpanel auch echt schlecht, das ist dumm, richtig Alter. Nervig. Ja. So dumm. Benassasim dürfte hier in der Pfütze nicht heilen, ne? Nee. Nein. Ich zieh die einen jetzt um die Ecke rum. Schaut, dass wenn hier, ihr sie interrupten. Ja, genau, hier. Wir wollen die Putter nicht dazu pullen. Wenn ihr sie kicken könnt, dann kickt sie. Und lauft ein bisschen nach hinten. Oh mein Buff muss ich mir noch drauf haben. Och, dieses Motorrad, ne? Da musst du echt aufpassen, wenn das jetzt die Putt gepult hat. Seit wann sieht das jeder? Das siehst du immer schon. Hast du doch in der Nein. Arena früher auch schon gesehen. Wenn dann drei Motorräder kamen, wusstest du, jetzt ist Feierabend. Ja. Ich habe aber das andere mehr gefeiert, das vom Raid. Es wäre so gut, wenn das Motorrad wieder so gut wäre. Ich würde das so gern wieder spielen. Damals war das, glaube ich, ziemlich gut, gell? Ja, auch im PvP, das hat richtig reingeschleppert. Nee, das andere war eben besser. Dresser Guard, meinst du? Stachel. Ja, genau. Ich pull die hier so ein bisschen dran. Was holen wir halt ein Bubble Pull? Was, ein Bubble Pull? Ein Bubble Pull, ja. Double. Ach so, Double meinst du? Ich dachte, Bubble verstanden. Zum Bären. Zieh mal deine Bubble. Mir gefällt dieses neue Trinket. Sehr. Hätte jetzt noch den scheiß Dagger gekriegt, dann wäre es abgekannt. Stopp! Oh, den kann nie mehr rauskicken. Was ist mit dem Mob? Könnt ihr den. Noch, Line of Sight. Jetzt schläft er. Unlucky. Das ist unlucky, ja. Hä? Kann man den auch da reinziehen oder was? Nee, ich bin da reingelaufen. Ach so. Ich hab erst versucht, ihn rauszunocken. Hat ihn nicht gejuckt. Dann wollte ich ihn rausziehen.
Haben wir in die Sleepfälle reingelaufen. Perfekt, so muss man das spielen. Danach Boss, oder? Ja, ja, danach können wir einen Boss machen. CDs, wollen wir nicht nach der 7 Buffs alle holen? Wäre doch viel geiler. Ja, ich dachte, die einen beiden wollen was skippen dann. Die an der Tür, oder? Also, mir ist es egal, wir können die auch spielen, aber... Ich würde sagen, den ganzen Raum bis zu den zwei Torwächtern davon, oder? Oder mir ist es auch tot. Also, ich hab Inka ready, dann können wir jetzt die einen beiden Packs noch machen. Ja. Wenn du willst, kann ich das so sagen, wie der vorher gepult hat. Wenn sie das interessiert. Also, prinzipiell weiß ich schon, wie ich das machen will. Es geht jetzt dann bloß um die einen beiden Mobs, ob wir die spielen wollen oder nicht, ne? Nein. Ja, mach du so, Tilla, einfach so. Ich denke, du wirst da schon... Also dann müssen wir halt What quasi... What the fuck, warum? Was tust du denn da vorne? Da hast du nichts zu suchen. Du kannst auch... Ein Priester? Das ist ein Mini-Priester. Ja, ich bin Mini-Priester. Boon macht's möglich. Achso, ich hab letztens auch einen Priester gesehen mit Auto-Attack. Och, komm mal raus. Ach, du machst dein Koreaner-Gedönse, oder? Mhm, da musst du in Mini gehen. Mhm. Und wenn du ein paar Mobs mehr hast, dann macht's auch Sinn, Heilige Nova durchzuspammen. Macht Damage einfach. Reckst du noch, oder? Weil das ist Trash. Ja, aber dann soll er schon mal recken, dann können wir danach gleich einen Boss pullen. Der haut den eh raus. Ja. Aber das macht gar nichts aus. Ich hab Symbol der Hoffnung noch ab. Und Mana Pot ist auch noch am Start. Ich denke mir so, wenn wir mit den Heilern, dass ich so halbwegs hooked, dass sie Mana haben. Manchmal ist auch das Blizzard UI kaputt und dann wird mir das nicht angezeigt. Dann ist der Heiler die ganze Zeit auf 100% Mana. Uff. Weiß ich auch nicht. Manchmal buggt das richtig. Naja, aber ich habe schon mehrere Fights gehabt, wo ich die ganze Zeit mit 0 Mana rumgelaufen bin. Ja, beziehungsweise, was heißt 0 mit so 8% oder sowas. Ein bisschen Mana kann man ja auch noch weiter heilen, aber ist ja nicht optimal, ne? Ja. Zieht ihr dann bei dem Boss, oder? Ja, lass einfach hier HT ziehen. Habt ihr Drums oder soll ich? Ich mach. Kannst. Aber nur 3 Mal. Ich hab 13. Mach. Die Eier hast du? Jo, danke. Baby. Küssel aufs Nüssle. Wer von euch kann alles quasi dieses Dings entfernen? Rogue kannst wahrscheinlich mit. Wenn ich das stealth, dann. Immunity oder was meinst du? Nee. Genau. Obwohl, ich versuch's mal mit Mantel der Schatten. Habt ihr die Tränke? Nee, ich meine halt mit Vanish müsste es doch gehen, oder? Dann hat's aber jemand anderes. Ach, kriegst du dann wer anders? Na gut. Habt ihr die Tränke nicht? Behören? Welche Tränke? So, probieren wir's Tränke, mal. Die euch. So, wenn's nicht geht, dann muss schon. Ich kann nichts machen. Okay, na gut, nevermind. Oh, lol. Ich glaube, wenn du es kriegst, musst du schon vanishen, bevor er quasi, weißt du... Wenn die vanishen nicht, ich wollte Mantel machen. Oha. Nee, also wenn er es quasi auf dich draufhaut, dann quasi schon vanishen. Ja, dann kriegt's eben jemand anderes. Okay. Wie hat denn das letztens der Hunter gemacht? Ich glaube, der hat da auch das einfach gezogen. Komm, ich ziehe jetzt hier mal noch die... Ansonsten halt, ich kann euch nachher sagen, wie die Tränke heißen. Ja, für was bringen die? Wenn du dann anvisiert bist, benutzt du den Trank und du bekommst den Cage nicht ab. Weg vor ihm? Wie hast du das jetzt? Nochmal. Ja, Shadow Meld. Achso, Shadow Meld. Also so, hätte dann Vanish auch funktioniert. Aber gut. Nee, ja, aber dann kriegst du es ja nochmal. Also ja, okay. Jemand anderes gekriegt. Also es... Ich bin jetzt halt wieder zurückgelaufen, ne? Kriegst du das, den... Halt. Das ist schon mal wenigstens der Heiler, denkt mit, geht mit Kyriana hin. ich bin zu dir gelaufen, du Shadow. Er wollte mich einfach nur schlagen. Nee, Moment. Ich war schon dran bei dir.
Und dann hast du gewanished oder hier Shadow Melt gemacht und wieder zu. Ja, ich hab's hier, das hier durch. Gedreht. Shroud? Ja gut, was? Jetzt hast du die gepullt. Wir wollten da ist der Pop-Off, aber... Oh, voilà. Nehmt ihr den Haze-Buff gar nicht mit? Ey, was für ein Haze-Buff? Ja, wenn der stirbt, kriegst du ja oben Stack mehr, dann hast... Jetzt habe ich gerade 6% Haste und nachher kriegst du einen Stack mehr, dann hast du wieder mehr Haste. Ja, das ist schon klar, halt wie bei allen, allen von denen, aber der Boss ist halt übelst ätzend und deswegen versuchst du den halt im Optimalfall zu skippen. Nicht zu spielen. Ja. Ja. Ich war auch gerade Brain Upcast. Der gibt übrigens. Du bist da voll reingerannt, ich mein. Ja, ich weiß, ich war Brain Upcast. Ich stand da im Stealth und wollte da gerade durchlaufen. Ich auch, ich dachte, da kommt jetzt Shroud, aber. Wir müssen den. Na gut, CC haben wir. Haben wir genug, haben wir dann, ja. Ich meine, wir haben dann jetzt zu viel, oder? Nee, passt schon, dann spiele ich einfach die Route, die ich quasi letzte Season gespielt habe. Vollkommen okay. Müssen das Viech wieder ziehen? Na gut, das ist ein drauf. Komm, ich hab's doch getauntet, was ist mit dir? Na gut, jetzt ist eh verschwunden. Das kannst du taunten. Doch, du kannst schon taunten. Ich spiele Maus. Ja. Mir wird, das bleibt am Spieler. Pass auf, der ist in dem Ding. Ah ne, das ist ja bei dem Scheiß. Das rennt am Spieler nach, dem, den es übernehmen will. Ja, und einfach nur. Also mir, ich hab einen Guide geguckt, die meint, du sollst immer taunten, nachdem es CC'd wurde. Und dann, warte mal, nee, es geht immer noch. Ja, okay, die haben eine totale Scheiße gelabert, warum taunte ich das dann immer? Weil du zu motiviert bist. Keine Ahnung, in dem Video hat einer gemeint, man muss das CC'en und danach muss der Tank das auf jeden Fall taunten, sonst ist es halt schlecht. Nee, und ich guck schon immer, dass ich dann... Der macht kein Damage, also der macht wenn fast du den CC'st hast, dann bleibt er einfach stehen, quasi, und fliegt da in der Gegend rum. Er rennt zwar schon noch, aber macht nicht wirklich was. Gut, warum gucke ich dann überhaupt Damage auf den? Dann kann ich den komplett ignorieren. Was? Der Damage. Ach, Entschuldigung, der Damage dann noch. Gehen wir hier, oder? Ja, wir gehen schon unten rum. Ich pull den schon. Dann zieh ich jetzt für den nichts und würde dann für die zwei Hunde da ziehen. Ich bin gerade überlegen, ob ich unten. Das ist ein besserer Value, weil ich zwei. Also unten kannst Big pullen, da sind ein paar solche Dudes mit Buff. Ja, ich bin ja überlegen, ob ich mir Inka und Ding aufheb für unten, dann pull ich den einen Dino nach unten und wir cleaven den ganzen Scheiß weg. Das müsste eigentlich gehen. Jo. Dann müsst ihr aber die Hunde halt wegziehen, wenn ich jetzt meine, mein Dings-Delay. Also ich baller die Hunde jetzt komplett weg. Ich kann auf zwei Tage Sunshot bursten. Kann wer besser? Ich bin ja Destro. Also auf müssen halt Tage jetzt irgendwie gucken, dass man es mit den Kicks hinkriegt, weil im Boss-Buff rödeln die richtig rein, die zwei. Ich kick Stern erstes. Dann mach ich Kreis. Okay, dann mach du Kreis, dann mach ich Kreis 2. Dann mach ich Stern 2. Dann würde ich heilen. Echt? Heilst du, oder? Ich garantiere von nichts. Ich hab. Okay. Fühle ich tatsächlich die Aussage. Ich kick. Okay. Was soll das denn jetzt heißen? Nein, Spaß, Bruder. Du weißt doch, ich lieb dich und so. Wer kann die nächsten Kicks machen? Versuchen wir mal aufzuzählen, wenn irgendwas durchgeht. Dann. Okay. Gelb ist ready. Dann, okay. Dann mache ich auch gelb, ich habe gelb gemacht. Okay, unlucky, der geht durch. Da habe ich jetzt auch. Ich habe gelb als Stern gemacht. Ich kann das nächste Mal bei gelb. Jetzt dann mache ich. Mach den jetzt kann mal gelb. Nicht. Den kann jetzt orange. Okay, passt. Die müssen beide gleichzeitig sterben, gell? Wir sind dabei. Lava, hey, Jungs, Mädels, ihr müsst Lava Odem 0 kicken. Das ist so useless. Das sind jetzt zwei. Durchgegangen, weil ihr Lava Odems geht. Die hauen richtig Schaden raus. Ja. Dann rip ich halt einfach. Ich hau keinen Schaden raus, weil ich. Meine Energieregeneration ist so. Eins mehr, eins mehr, eins mehr. Also, und Schrecken durchgeht. Ich war vorher die ganze Zeit auf 40% Leben. Und hinten rechts ist irgendwo noch so ein Schreckenslot. Da irgendwo rechts. Hier, da, wir haben doch schon. Hier ist schon ein Schreckenslot. Da ist noch einer. Warte, den Herzart. Also, ich wäre gar nicht. Der Wankard vorher hat 2 nämlich. Okay. Wo hat er den her? Ziehen? Du machst es eh. Junge. Ich zieh die schon mal rein da hinten. Ist halt die. Naja, wir könnten beim Postmeister, denke ich mal, HT ziehen, ist wahrscheinlich besser. Ja. So,
Hoffe ich, dass die nicht durch die Blutlachen wieder gelaufen sind, aber... Jetzt aktivieren wir das mal. Ah, der Dino lebt noch. Der ist verstärkt, was der wie stark der ist. Ich hab da... Ach! Ah, Schreckenslot! Ziehen zu mir, ziehen zu mir. Rein, rein, rein. Ist das ein großer? Ne, den können wir so. Nee, es gibt nur einen großen, großen hier. Haben wir schon. Kommt mal alle rein, kommt mal alle rein hier. Jetzt kommt jo, der Boss gleich runter. Ja, dann können wir den halt wegleben oder ich klatsch den noch irgendwie. Den kannst du mitpolen. Ihr solltet den schon fokussen, weil der haut gut raus, dass der schnell stirbt. Da ist der Darkness, hör auf zum Jammern. Junge. Schneller wird's so nicht. So ein Ruf, cool. Er brefft jetzt, passt auf. Digga, ich hasse Bosse die ganze Zeit da. Ja, wenigstens haben wir kein Bebend mehr, wo wir dann auszusehen gedrückt werden. Ja, Bebend ist schon ätzend. Ja. Also ist egal. Das Problem ist, bei engen Sachen, wo du komplett zusammenstehst, das ist halt immer ätzend. Bebend und blutig ist sicher lustig. Bei Grimmgleis. Ja gut, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die zusammen können. Ob nicht, ach Mann, warum move die voneinander, wenn ich Masti Spell hab? Dann call das. Wir sind Voice. Hab ich doch. Nachdem du das Spell hast. Aber er hat's gecallt, ne? Muss ihm lassen, ne? Call war da. Jetzt ist auseinander, jetzt müsst ihr auseinander. Und nächstes Mal auch auseinander. Warte mal, hab ich den Soak? Ja. Oh, jetzt wird aber sowas von reingesoakt. Nein. Perfekt. Recht mal den Boss. Haben wir schon. Auseinander. Wieso kriegst du das da? Du? Ich hab's. Nice. Weil ich Rogue bin. Schauen wir mal, dass der da hinten in der Ecke noch rippt. So, zusammen. Sehr schön. Oh, mega unlucky. Was unlucky? Okay, oder so, das passt. Das passt doch. Voll gut. Ja. Raus. Ich komme. Macht denn so einen Schaden, wenn man da drin steht? Mhm. Ja. Aber voll dumm, dass ich das als Range krieg. Normalerweise kriegst du das doch nie als Range. Oh, geht. Was meinst du? Also ich bekomm's auch manchmal als Range. Ah, die sind so weit weg. Ich heb mir jetzt das auf. Die Ketten. Jo. Fuckt euch Midis das ab, wenn ich den Boss die ganze Zeit rumzieh? Nö. Die Gläfen kann ich halt... Die Gläfen rennen, sind halt down für nix, aber... Ja, ich bin aber gerade soaken müssen, ne, deswegen... Ich krieg den Scheiß nicht. Doch, du hast doch hier den Soak grad. Ja, ich hab grad was mit mir selber geredet. Hey, du hast doch das jetzt easy hier noch alles, ne? Zusammen so. Ja, aber das, was ich haben wollte, die Kugel habe ich nicht bekommen. Okay. Ich hatte eine anvisiert. Was machen wir jetzt? Ja, die. Okay. Die spielen wir? Ja, die können wir spielen, die brauchen wir eh. Wieso brauchen wir die? Ja, aber. Da ist auch noch ein Ding drin, Dreadlock. Oh, Leute, lass die mal einfach hinten rausziehen. Oh, deswegen. Also, erstmal brauchen wir die wegen Prozenten. Und da ist ein Dreadlord halt drin. Ich würde da weggehen, weil da kommt die Pat dann gleich. Bei mir? Ja, kommt Mini, auf jeden Fall. Guck mal, wo sie steht. Ja, also ich sag mal so, ich war hier so oft random. Daumen so mal Pi. So oft, Traum wie hier was geedit wurde, ich habe schon Trauma, deswegen bin ich da ein bisschen, ne, übervorsichtig. Alles gut, klar, alles gut. Ich hab's einmal gehabt, da waren alle hier hinten drin gestanden, auf einmal kamen 5 Gruppen da hinten. Da dachte ich mir, wie? Ah, oder gestern okay. War ich Mechagon drin, da gibt's doch diese 2 Dudes, die man killen muss, ne? Alles läuft gut und der eine macht ja so einen Cleave nach vorne raus. Der Heiler steht in der Pampa und der Typ castet seinen Cast, ich lauf aus der Melee-Range raus, in dem Moment rennt der Heiler genau vor ihm und lässt sich wegnatzen. Ich denk mir, warum? Gute Spieler.
Ja, man, weißt du, der stand ewig weit weg und genau in dem Moment, wo er den Cleave macht, rennt er genau vor dem Boss, ob er es Warum denkst würde. Du da? Warum denkst du da? Weil es angenehm ist, dann werde ich nicht weggenockt. Alter, was soll ich jetzt machen? Schau, wo da jetzt eine Bombe ist. Bitte move, ich will da nicht reinzogen werden. Wo soll ich denn hinmoven? Bleiben, wo ich stehe. Der macht einen Knockback und dann knockt er mich ins Nirvana. Ah, ja, deswegen stehst du eigentlich auf der anderen Seite, dass man dann die Caster stehen und anders und... Ja, ich bin stunned. Okay, ja, dann zieh ich ihn rüber gestand. Jetzt, er hat einmal genockt. Ja, jetzt können die Caster nichts machen, was er dem Sicht verkauft. Oh no. Oh no, nicht schon wieder. Oh, Junge, so du bist ja... Oh boy. Also, ich würde sagen, das ist die Schuld von totalem Blödsinn im Discord. Einfach stehen bleiben wäre das Einfachste gewesen. Kann ich einfach liegen bleiben? Haben wir... Ja, Tellar, du kannst ja dann theoretisch setzen. Ja. Fuck you. Enzo, wie geht's dir so? Jetzt werde ich da reingezogen. Wie geht's deiner Katze? Gut. Nice. Das war so dumm, den darüber zu ziehen. Eigentlich denkst du denn ja da. Ja. Marco, nee. Schau mal, eigentlich hier. Da kommen noch Ranges, keine Fallen. Oh, ich rede. Wenn Rangers den Strahl abbekommen, die hier stehen können, die können da durchcasten und werden nicht gezogen. Also sie werden gezogen, aber die Wand stoppt. Aber du kannst dich doch auch da hinstellen, wenn ich ihn da tank. Also eigentlich ist es vollkommen wurscht. Man sollte bloß wahrscheinlich den Heiler am besten nicht LOSen. Warum kann ich jetzt nicht retzen? Oh, ich hab immer noch die Stacks drauf. Guck mal, wo ich stehe. Guck mal, wo ich stehe. Nee, wir haben unten einen Mob, ne? Das könnt ihr im Moment tun. Ja, ihr seid im Fall. Kannst du heilen? Heil uns mal hoch, lass den töten, dann retzen wir ihn einfach danach. Ich wollte schon mal das Event triggern da hinten. Oder du triggerst das schon mal, perfekt. Geht da mal ein bisschen weg, die Putt kommt, die Putt kommt. Passt auf, gell, also wie gesagt, sonst lasse ich jetzt einfach frei und lauf, weil sonst feuer ich hier da jetzt wieder. Holy moly. Warte, lass frei und lauf, du kommst nämlich genau bei uns raus. Geh durch den Spiegel, ich aktiviere ihn gerade. Jo, danke. Weißt du welchen? Gleich rechts beim ersten Boss, oder? Ja, genau. Meint ihr, wir können alle wieder rauspullen, auch bei Trash Buff hier, wie wir es das letzte Mal gemacht haben? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja. Also ich habe soweit alles ready. Warte. Aber wir haben halt blutig, ne? Aber dann gib mir kurz eine Sekunde, kann ich mir eine Kippe kurz drehen. Ich kann da Darkness machen. Okay. Ja, ich lauf jetzt rein und hol die. Holst? Okay. PI auf mich, ich hab alles ready. Ja. Gut, ich würde auch PI nehmen. Ich auch. Ich PI auch. Ich mich selber. PI dich selber. Okay, PI auf mich. Nein. Hast du es jetzt gemacht? Ja, das hieß doch PI auf dich selber. Echt jetzt? Junge. Fällt dir eigentlich nicht auf als Hexer, dass deine Casts mega schnell sind? Doch. Digga, natürlich, safe. Guck mal auf den Damato. Schau mal, Junge, da rollt's. Nice. Mal schauen, ich versuch die jetzt hier mal hinten noch weg zu LOSen. Alter, die heilen sie, werden sie halt alle voll heilen. LOSen wir sie hier nochmal. Ja, sind wieder voll. Ja, das ist halt der Nachteil bei Blutig, ne? Jo, aber das sind ja nur die Lowies. Also. Naja, die Elis sind nicht low. Die Elis sind wir komplett voll. Weiße kleine Zeug ist da, ne? Weiß ich nicht, ob es das Werfer. Was sag mir, wenn ich was heilen muss? Wir müssen die halt wieder zurück, lauft mal weg, die casten halt random, sonst bleiben die jetzt alle, wenn aneinander stehen, ich kann die halt nicht ziehen, ne, kommt mal mit hier, dass die dann nicht gleich in der Void drin stehen, weil der eine stirbt jetzt. Na gut, das passt, die stehen auseinander. Der eine steht in der Void drin. Versuch den zu kicken, ne. Kommt mal mit hier, kommt mal mit um die Ecke, es müssen alle um die Ecke laufen, dass der läuft. Ja, der wird jetzt halt sowieso wieder voll. Also auch wenn der jetzt hier... Der bleibt da stehen. Ich glaube, da wäre es am besten gewesen, wenn wir da draußen gespreadet hätten. Gut, HT haben wir wieder, oder? Dann können wir eigentlich...
Sag mir jetzt bitte, dass ich AT gezogen habe und nicht du. Wir haben beide gezogen. Warum? Calls bitte, die kosten so viel Gold. Ja, dann gebe ich dir das. Gut. Die Drums, die kosten doch nicht viel Gold. Auf meinem Server schon. Was kostet deine Drum? 600 Gold, einer? Gut, aber... Irgendwas kostet die bei uns? Oder so irgendwas? Warte, sag ich dir gleich. Zwei Gold? Steht grad nicht drauf. Nehmt mal lieber die Bomben noch mit, hier, Leute. Jo, ich hab eine, wo ist denn die? Ah, jo. Achso. Bombe. So, jetzt mal Damage, jetzt ist mein Brandzeichen endlich ab. Aber, also ich weiß nicht, vielleicht kosten die hier 200, 300, 400 Gold, aber das ist, aber selbst 600 ist ja nicht viel. Ich hab halt kein Einkommen. Bist ein Mädel, natürlich hast du Einkommen. Erzähl mir nichts. Ja, hier. Wenn ich mein Papa wieder frage. Geht raus. Oh. Ach so, ja. Kannst Solo sorgen, okay. Danke, Norbert. Ja. Norbert. Das müssen wir leider nochmal spielen. Ja, wir müssen spielen, ne? 20% wird wahrscheinlich nichts. Ja. Ist es? Jetzt mache ich extra keine Bomben. Okay. Jetzt einfach durchrosten. Jetzt durchblasten. Heiler steht da, spielt gar keine Bomben. Eieiei. Muss ich auch als Heiler nicht. Der hat jetzt gedreht, wetten. Wahrscheinlich. Die Aussage muss ich das Tank nicht. Ich spiel keine Bomben. Ja, kann das irgendwer ja mit dem Mount? Warte jetzt, stopp, bevor der rein ist. Stopp! Kann das wer mit dem Mount? Nee, ich kann das nicht. Kannst mir wer ansagen? Dann aufsetzen, bevor er da reingeht. Wir dürfen nicht infiziert sein. Aufsetzen? Ja, ich bin aufgesessen. Auf mich! Okay. Nein, du tankst, ich mach schon. Lauf. Ja, okay. Ich muss jetzt nur wer ansagen, wohin. Ich hab die Weak-Aura, ich kann's ansagen, wo es hingeht. Wenn die dann gleich aufgeht. Ach so, dann kann da einer das schnell machen, oder? Wohin? Kommt mal mit, hier hinten ist es. Da? Da, rechts müsste sein, ne, rechts. Hier. Map, oder geht's? Nee. Nö, ist falsch. Ah, warte mal, ich hab die Map falsch rum. Sorry. Ich muss. Da hinten oben ist es, hier oben ist es, ja. Ich hab's genau falsch rum gehabt. Ist er jetzt abgemountet? Da, hier musst ja, du. Ja, aber ihr nicht mehr klar, gell? Du hast das Ding. Ja, passt, das kann man nicht mehr aufmounten. Doch, ich hab den Schurke. Jo, ich klatsche so, einfach genau auf 7 und ihr könnt das Ding in der Zeit spielen. Ja, da musst du hin, genau, das müsste sein. Ihr macht das Ding, ich klatsche nach. Und jetzt, wohin? Einmal auf die andere Seite. Wäre ich aus die jetzt nicht schneller? Da wo wir eben waren. Einmal ganz auf die andere Seite rum. Dahinter, geradeaus. Hierhin müsste es sein jetzt. Okay, jetzt. Zeigt jetzt noch nicht an. Oh mein Gott. Müssen die Mobs mal machen oder laufen wir ein bisschen weg davon? Ja, es zeigt mir nichts an, wo du hin musst. Wahrscheinlich muss ich selber machen, dass mir das vernünftig anzeigt. Ich guck jetzt alle aus. Aber wir haben halt nicht mehr so viel Zeit, gell, Boys? Ja, das reicht noch dick. Ja, cool. Was soll eigentlich noch dicke reichen? Ja, dürfen wir halt gar nicht mehr fällen. Ich hab Akku. Haben wir einmal in dem ganzen Dungeon schon gefällt? Nee, glaub nicht. 10-mal haben wir. Okay. Das geht noch. Ja, du musst so einen Brothändler finden. Haben wir eigentlich irgendeinen Slow? Ja, ich. Und ich trag die Dinge. Jetzt bin ich am Arsch. Kann die nochmal wegknocken? Oh. Muss halt zu irgendeinem Obsthändler wahrscheinlich bringen. Das Blöde ist, die Weak-Aura zeigt mir das anscheinend nur an, wenn ich es selber mache. Ja, das wird halt jetzt echt ugly. Also wir sind echt, wir haben so viel Zeit hier jetzt gerade geopfert, das ist insane. True. Vielleicht lass es einfach liegen und gib's mir. Ich glaube, ich hab's. Ey, das, dann, da habe ich davor schon gesagt, hast du das vorher da nicht abgelegt? Doch, aber da war es, glaube ich, falsch. Ich weiß es nicht.
Das ist jetzt fertig. Meine Wiegaura hat immer noch das angezeigt. Kommt jetzt, müsste gleich kommen. Nö. Okay. 9 Minuten haben wir noch, ne? Also Passwort hast du, oder? Nee, ich muss immer noch tragen. Ich guck. Ach so, jetzt ist es quasi hier, wo ich bin. Jo, komm mal. Also es wird schon richtig angezeigt, bloß du hast es vorher da nicht abgelegt, wo ich es gesagt habe. Und deswegen ist die Wiege auch nicht umgesprungen. Ich dachte, das buggt halt einfach, weil ich es nicht selber trage. Hier musst du es abgeben, hier. Fuck, ich stepp halt selber gerade. So viele Mobs an der Hacke. Nicht solange ich am Leben bin. Also jetzt muss das Passwort kommen. Das Passwort ist... Ich glaube, das nächste Mal mache ich es einfach wieder selber, ein gutes. Pokermeister. Ja, wir haben ein Warlock-Portal. Ja, das sind wir wahrscheinlich so wieder schneller. Verbuggt das eh nicht mehr, wenn die Ärzte einlaufen. Nicht mehr, das haben die gepatcht. Bei was? Kommt einfach rein, zieht die Mobs mit, macht die jetzt nicht nur draußen. Wenn Ads reinlaufen, was früher verbuggt. Ja, jetzt steht das Portal wieder unten. Nee, das ist aber trotzdem, funktioniert trotzdem. Ja. Ja, ich weiß, aber der letzte Warlock hat es geschafft oben. Was? Nimm ich? Ich kenne das. Ist alles egal. Das macht keine. Also die Hauptsache, wenn du nicht die Drums nimmst, weil das ein bisschen ätzend ist, Melee oder das Tank. Ja, die habe ich schon als Healer mal gemacht. Welche gehören da jetzt mir? What the fuck ist denn das? Wie funktioniert das? Ich muss schützen. Die müssen die Mobs noch killen hier. Um Gottes Willen, das habe ich gerade richtig verkackt. Ist ja nicht so schlimm, du kriegst ja nur einen positiven Buff. Ich habe jetzt meinen auch nicht geholt, ich habe lieber mal die Mobs noch getankt hier. Ich habe nicht gewusst, wie das geht, weil ich kenne das nur mit dem Sprint. Also, normalerweise ist da so eine, sind so Runden auf dem Boden, da musst du halt durch, ne, mit dem extra Button. Nein, ich muss in die Mitte und da muss ich irgendwie hüpfen. Hochspringen, ja. Ah, okay. Das ist aber das Coolste von allen. Ja, ich immer die Gitarre. Ich hab halt diesen Dash gesucht. Da hat man gedacht, wie soll ich in einem Dreieck dashen? Es hat einfach den DH-Dash genommen und gut ist. Also ein Dreieck! Ich dachte, du kannst was. Mit einem Sprung ein Dreieck hüpfen, zeigt mir das. Ich habe leider die Gitarre, deswegen kann ich leider damit nicht machen. Ich werde in meinem Stream belächelt, weil ich die Karte falsch gelesen habe. Ich hatte sie blöderweise falsch rum. Na ja, gut. Ich hab Akro. Hätte ich halt gerne im Mob. Ich hab ihn gerne. Ich glaube, hier sind so ein paar private Zimmer, ne? Da hinten mit dem Vorhang. Ja! In was bin ich jetzt gestanden wegen dir? Fuck. Also jetzt bin ich schuld. Wäre das tyrannisch gewesen, wäre ich doof. Nicht. Ziemlich sicher. Klappt das jetzt mit deinem Dreieck? Ja. Freut mich. Aber nur extra Damage. Oh, super, ich habe eine neue Form gelernt. Heute habe ich das Dreieck gelernt. Naja. Kannst du im Kindergarten angeben gehen? Ich kann es mir geben. In 20, in 10. Ich will auch mal PI. Ich hol es mir nachher wieder. In 3. Machen wir nach dem Buff. Beweg die. Ihr solltet da nicht vor dem Boss stehen. Jo, ich weiß. Alright. Ich hab da nur so einen Schurken rumtänzeln sehen, dachte ich. Wer hat sie jetzt? Ich nicht. Ich hab auch keine. Ah, jetzt hab ich eine. Was? Ja, weg vom Boss. Hier, der. Kriegst du das ab in den Drums? Ja. Nö. Was? Okay, du kriegst gar nichts ab in den Drums. Du kannst die ganze Zeit kannst du da stehen bleiben, du bekommst nichts ab. Aber Vulcano und sowas schon, oder? Vulkanisch? Vulkanisch, ja. Okay. Aber das macht ja als Heiler nichts aus. Du machst kurz einen Heal-Spell. Einfach HPS bisschen pushen, ne?
So, jetzt können wir mal das Gate benutzen, mal schauen. Ja, es funktioniert tatsächlich. Ein Roar gibt's auch noch. Habe ich nicht gekriegt. Ich auch nicht. Gemein. Ja, ich bin halt dahin instant geroart. Stoffträger immun. <Was? lacht> 4 Minuten noch, müssen wir uns schicken. Easy. Denk dran, ist nicht tyrannisch. Ah, schon, ja. Die Part aufpassen, nicht polen. Gepult. Spaß. Ey, den Witz mach ich immer. Was heißt hier? Go, go, go. Wie war eigentlich der Trash-Counter? Weil mit diesem Nassassim ist ja ein bisschen anders. Waren wir viel drüber? Hat da einer geguckt? Nee. Keine Ahnung, leider. Eigentlich müsste, also nach der quasi letzte Season, müsste es so genau gepasst haben. Willst du Drums oder soll ich? Ja, sowieso erst bei 50%, gell? Also sowieso erst ganz zum Schluss. What? Dann nein. Quarters. Warum? Obwohl es Anfang, ist... Damit es so runtergeburstet wird, wie es noch geht. Go. Ich hoffe, unsere Portale spawnen nicht ätzend. Ich glaube, es ist halt tyrannisch, die Leben. Was den Typen? Also genau deswegen halt, Norbert. HT machst du dann, wenn er nicht mehr rumhüpft. Ah, das machen wir schon. Es ist nicht tyrannisch, das lohnt sich dann gar nicht mehr. Kreis, beziehungsweise Viereck. Das den Typen. Nein, das Ding, wir müssen Dreieck. Dreieck. Wieso kickt's das instant? Das erste muss man instant kicken, das zweite ganz spät. Jo. Warum? Weil dann der zweite Cast einfach länger dauert. Ja. Also ich weiß auch nicht, da habe ich von Leuten schon alles verschiedene gehört. Manche meinen instant kicken, manche meinen muss es delayen. Ich kann es nur mit auslaufen lassen fast. Das erste kickst du halt schnell. Dann ist das zweite Cast sehr lange. Das ergibt ja keinen Sinn, warum soll der zweite dann kürzer sein? Ich glaube, der hat eine Overall-Zeit auf alle Dinger. Aber dann kannst du ja beide theoretisch auch schnell kicken, das ist ja vollkommen wurscht. Gut, der macht dann halt ein paar Sekunden nichts, ne? Wenn du es halt nicht kickst. Ja, das geht's ja eben. Ich ziehe jetzt noch Meta, nur weil ich es kann. Kreis, aber wir können Dreieck, auch einfach... Viereck. Nee, wir können einfach... Bleib einfach stehen, zieh DFCDs, wenn du über 5 Ecken da jetzt rumspringst. Ich glaube, das ist einfach ein Boss wegrödeln. Darkness. Weil dann hätten wir jetzt in das eine, in das andere und in alle 4 Dinger einmal rein müssen. Ich unterstütze Faulheitstaktiken. Absolut. Wieder kein Item gekriegt, perfekt. Würde das wer von euch brauchen? Ich sim's einmal, ich glaub's zwar nicht. Würdest du das brauchen? Also ich brauch's nicht. Mich interessiert das, also es kann nur Kacke sein. So, was haben wir für einen Key gekriegt? Krücke untere, Junge. Ach was. Was haben wir gekriegt? Zeig jetzt nicht, wir haben noch einen unteren Karasan. Wir haben jetzt immer untere. wir haben jetzt ein paar Tries, ne? Oh, spielen wir jetzt Schachzug einmal? Ja, aber wir können hab ich noch gar nicht getimed in dieser Woche. Schachzug da. Da wird mir so dick punktet. Gambit würde ich fühlen, ja. Gambito. Gambit ist Schachzug? Ja. Ja. Gambito. Ah, ich habe genau jetzt 300 bei Straßenpunkte schon. Hm. Wie kommt man hier raus? Ruhestand! Nö, ich mache einfach mal ein 20er Portal. Easy. Easy peasy. Gibt's da nicht? Ich müsste aufs Crew.